Wir orten erhöhte Aktivität beim neuesten Pyramidenaußenposten im Kosmodrom. Wenn Sie wie gehabt vorgehen, werden Sie Gefangene dorthin bringen. 50-50, dass es eine Falle ist. Aber davon hast du dich noch nie abhalten lassen, oder Hüter? Unsere Späher berichten von verstärkter Aktivität der Besessenen. Sie machen wohl mobil. Schwer zu sagen, ob es ein organisierter Einsatz ist oder ob sie einfach nur dem Lärm folgen. Die Besessenen dienen nun dem Zeugen. Wir müssen davon ausgehen, dass sie seinen Befehlen folgen. Egal, was ihre Motive sind, sie haben es auf uns abgesehen.
Jetzt wissen wir, warum die Schattenlegion keine Grenzverteidigung wie in der ETZ aufgebaut hat. Sie wollten den Kampf in ihr eigenes Revier verlegen. Das werden sie bereuen. Das ist fast so, als würde man im eigenen Porzellanladen auf einem Elefanten reiten. Was war das denn gerade? Hat dieser Psion den Hüter rausgeworfen? Unsere Feinde haben wohl nicht nur mit dem Entsenden von Truppen auf unsere Angriffe reagiert. Zeit zu improvisieren. Wir müssen einen anderen Eingang finden.
Thank you.
hörst du, Hüter? Ich glaube, dem Zeugen ist nicht klar, wie dickköpfig wir alle sind. Wenn wir sicher wüssten, dass morgen der Tag des Untergangs wäre und wir nichts ausrichten könnten, wären wir hoffentlich trotzdem hier und würden alle retten, die wir können. Das muss doch etwas wert sein. Das, Licht gibt uns Kraft, nicht? Wir alle sind oft gestorben. Doch Verlust spüren wir nur von außen. Holiday. Sie hat ihr Leben gegeben, während sie die Einwohner der Stadt beschützt hat. Sie tat es nicht, weil sie dazu verpflichtet wurde. Sie wusste, dass es nötig war. Und sie glaubte bis zum Schluss daran. Sie hatte ein Leben. Und opferte es für uns. Sie war ein Vorbild für uns alle. Ich. Habe sonst keine Worte. Amanda. Ich würde mein letztes Leben geben, um es zu ändern. Ich will nicht betteln. Es schafft falsche Hoffnung. Bei jedem Verlust schweigt der Reisende. Immer stehe ich vor Gräbern. Kate. Saphir. Hakim. Es ist meine Schuld. Oh, Amanda. Ich bin so stolz auf dich. Bitte vergib mir. Zavalas Worte können niemanden unberührt lassen. Das ertragene Leid dieses Mannes reicht für viele Leben. Das ist der Preis dafür, sein Herz zu öffnen.
Und während sich die Stimme in der Dunkelheit ausbreitet, wissen wir, dass nicht viele diese Reise mit uns beenden werden. Der Weg ist lang. Der Nebel über uns wirbelt und wogt, aber wir bleiben. Wir stehen es aus. Für diese Struktur. Sicher. Ich werde nicht jeden, den wir verloren haben, vergessen. Auf keinen Fall. Alles kommt zusammen, oder nicht? Vielleicht sehe nur ich das so. Wie kann ich helfen? Strahlende Schar, auferstanden durch den Reisenden? Ich sehe gerade nach. Fertig. Sicherheitsmeldung. Alle Positionen sicher. Was für dich?
Savalas Worte können niemanden unberührt lassen. Das ertragene Leid dieses Mannes reicht für viele Leben. Das ist der Preis dafür. Rhea. Was wollt ihr? Ich würde gern mit dir sprechen. Ich habe keine Zeit dafür. Oder für euch. Wir alle haben uns Nahestehende verloren. Falls ihr mich meint, zeigt ihr es nicht. Ich wollte es. Aber ich hielt mein Herz so fest, dass ich es erstickte. Ich will nicht, dass du dasselbe tust. Ihr kennt mich nicht. Redet nicht so, als wäre es anders. Ich weiß, wie wir trauern. Grob und gewalttätig. Ich weiß, dass wir glauben, andere zu beschützen, wenn wir sie von unserem Kummer fernhalten. Aber wir tun es nicht, um sie zu schützen. Wir schützen nur uns selbst, weil es einfach ist. Nichts daran ist einfach. Ihr kanntet sie nicht. Dann erzähl mir, wer sie war. Sie war ein Sonnenaufgang. Trauer verhärtet sich. Aber lass deine Trauer nicht zu einer Rüstung werden. Lass uns dir helfen. Ich werde es versuchen. Das weiß ich. Registriert. Systemdiagnose abgeschlossen. Diese Einheit erreicht 98,3% ihrer optimalen Leistung.
Mara und ich haben uns unterhalten und kamen zum selben Ergebnis. Es ist Zeit zu handeln. Für den Zeugen ist unsere Verbindung eine Schwäche, die er ausnutzen will. Er denkt, wir riskieren beim nächsten Angriff kein weiteres Leben. Aber wenn Amanda hier wäre, würde sie uns sicher auffordern, endlich offensiv. Zurück an die Arbeit. Brauchst du was? Ich möchte dir eine Wahl geben. Ich bringe eine Nachricht von den Neun. Trauerst du um die Zellen, die du verlierst? Was passiert, wenn jede Zelle abgestorben ist? Mach dir keine Sorgen. Ich habe keinen Grund, dir zu schaden. Ich habe es so gut erklärt, wie es geht.
Ich biete dir meine Hilfe. Zu tun, was du sagst, heißt, du sprichst die Sprache reiner Bedeutung. Ich kehrte zum Turm zurück, nur um ihn leer vorzufinden. Ich glaube, du brauchst meine Geschenke ganz fürchterlich dringend. Ich kehrte zum Turm zurück, nur um ihn leer vorzufinden. Mach dir keine Sorgen. Ich habe keinen Grund, dir zu schaden. Ich habe eine Nachricht für dich von den Neuen, doch vergessen. Ich habe eine Nachricht für dich von den Neuen, doch vergessen.
Ich biete dir meine Hilfe. Ich biete dir meine Hilfe. Ich kehrte zum Turm zurück, nur um ihn leer vorzufinden. Ich glaube, du brauchst meine Geschenke ganz fürchterlich dringend. Du wirst auf diesem Wege nicht die Neun finden, aber sie dich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe keinen Grund, dir zu schaden. Ich kehrte zum Turm zurück, nur um ihn leer vorzufinden. Ich biete dir meine Hilfe. Der Staub hat sich vermischt. Die Neun sind für immer verändert. Du wirst auf diesem Wege nicht die Neun finden, aber sie dich.
Gebt dem Rad einen Schubs und das große Ross wird eure Gegner hervorbringen. Sie sind weit gereist, um heute Abend hier zu sein. Begrüßen wir die Gefallenen. Ist erfreut und ruft weitere Gegner herbei. Jenseits des durchgeknallten Hindernisparcours der Mutproben der Ewigkeit warten noch mehr Spektakel und Preise. Dreht die Scheibe, Kandidaten.
Applaus für unsere zurückkehrenden Champions, die Kabale. Der Freund und ruft weitere Gegner herbei. Des heutigen Abends, der Champion der Kabale. Hinter einer Tür verbirgt sich dein letzter Gegner. Das Pferd besteht darauf, dass du rätst. Richtig. Das himmlische Pferd schenkt dir Segen. Thank you.
Eine mächtige Wächsgestalt betritt die Bühne. Das Pferd verlangt, dass ihr da draußen Spaß habt. Abgeschlossen. Liebe Kandidaten, holt euch eure Gewinne, gewaltigen Reichtum, den ihr euch redlich verdient habt. Ja, es ist der Wille des Hyperquantenpferdes, dass niemand mit leeren Händen von den Mutproben der Ewigkeit zurückkehrt. Noch einen schönen Abend.
wurde angewiesen, hierher zu kommen und zu warten. Doch ich weiß nicht, worauf ich warte. Die Neuen sehen deine Tapferkeit. Möchtest du wieder zurückkehren? Können wir reden? Es war nie mein. Suche nicht nach den Neuen. Sie werden zu dir kommen. Sonne ist ein notwendiger Teil eines Sonnensystems. Organische Wesen müssen sich anpassen, wenn sie überleben wollen. Denk mal drüber nach. Es ist mein Schicksal, dir zu helfen. Das weiß ich.
Im Wald ist eine Tür. Die Tür öffnet sich. Du bist noch hier. Das bedeutet, die Neun sind noch nicht fertig mit dir. Dein ist eine einsame Existenz. Ich will es erklären, aber jedes Mal verliere ich den Faden. Das Auge des Geistes beobachtet uns noch. Mach dir keine Sorgen. Ich habe keinen Grund, dir zu schaden. Ich will es erklären, aber jedes Mal verliere ich den Faden. Ich habe eine Nachricht für dich von den Neuen, doch vergessen. Es ist mein Schicksal, dir zu helfen. Das weiß ich.
Zu tun, was du sagst, heißt, du sprichst die Sprache reiner Bedeutung. Ich biete dir meine Hilfe. Im Wald ist eine Tür. Die Tür öffnet sich. Es ist mein Schicksal, dir zu helfen. Das weiß ich. Was passiert, wenn jede Zelle abgestorben ist? Es ist mein Schicksal, dir zu helfen. Das weiß ich. Du wirst auf diesem Wege nicht die Neun finden, aber sie dich. Mach dir keine Sorgen. Ich habe keinen Grund, dir zu schaden. Die Helio-Ummantelung ist nicht die einzige Tür in dieses System. Ich glaube, du brauchst meine Geschenke ganz fürchterlich dringend.
Du hast alles bekämpft, was dieses Reich betreten hat. Wirst du auch einen Plan?
Willkommen zu den heutigen Mutproben der Ewigkeit. Es ist immer Abend in diesem geheimnisvollen Reich, denn das Pferd befiehlt es. Das Rad und lasst uns herausfinden, gegen wen ihr antreten müsst. Auch wenn sie nur unfreiwillig in unserem Studio sind. Applaus für die Besessenen. Befehl des alterslosen Pferdes strömen weitere Feinde in dieses Reich. Das protogalaktische Pferd möchte, dass ihr unseren waghalsigen Hindernisparcours durchquert. Es ist wieder einmal an der Zeit, das Rad zu drehen. Applaus für unsere zurückkehrenden Champions, die Kabale.
des alterslosen Pferdes strömen weitere Feinde in dieses Reich. Heutigen Abends, der Champion der Kabale. Hinter der sich dein letzter Gegner verbirgt. Und das Pferd wird dich belohnen. Eine brillante Wahl des begabtesten Kandidaten am heutigen Abend. Viel Spaß mit der Gunst des Pferdes. Das unendliche Ross setzt euch zeitlose Vex entgegen. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
seine Kraft. Ja, Champions, ihr seid die Sieger. Wir hoffen, ihr freut euch über eure üppigen Gewinne. Das übernatürliche Pferd und ich sehen euch auch bei den nächsten Mutproben der Ewigkeit. Gute Nacht. Das große Pferd verlangt, dass ihr unsere auserlesenen Kandidaten werdet. Nur keine falsche Scheu. Heute Abend in den Mutproben der Ewigkeit. Yeah.
Applaus für unsere zurückkehrenden Champions, die Kabale. Alterslosen Pferdes strömen weitere Feinde in dieses Reich. Zeit für unseren abgedrehten Hindernislauf. Habt ihr alle den Haftungsverzicht unterschrieben? Erfreut und ruft weitere Gegner herbei.
Hinter einer Tür verbirgt sich dein letzter Gegner. Das Pferd besteht darauf, dass du rätst. Richtig. Das himmlische Pferd schenkt dir Segen. Das Sternenpferd hält eure letzte Herausforderung hinter der Bühne bereit. Rufen wir die Kabale herbei. Ja, Champions, ihr seid die Sieger. Wir hoffen, ihr freut euch über eure üppigen Gewinne. Das übernatürliche Pferd und ich sehen euch auch bei den nächsten Mutproben der Ewigkeit. Gute Nacht.
Ich bringe eine Nachricht von den Neuen. Bewegungen sind zu einem beträchtlichen Anteil von den Ausrichtungen der Brände. Ich werde dir Waffen geben, Titan. Waffen machen dich stärker. Mach dir keine Sorgen. Ich habe keinen Grund, dir zu schaden. Dein ist eine einsame Existenz. Die Helio-Ummantelung ist nicht die einzige Tür in dieses System.
Dein ist eine einsame Existenz. Der Staub hat sich vermischt. Die Neuen sind für immer verändert.
Das große Pferd verlangt, dass ihr unsere auserlesenen Kandidaten werdet. Nur keine falsche Scheu. Heute Abend in den Mutproben der Ewigkeit. Sind eure Gäste. Dreht das Rad, um zu erfahren, welche Gegner die Bühne betreten. Pferd möchte einen weiteren Kampf erleben. Jenseits des durchgeknallten Hindernisparcours der Mutproben der Ewigkeit warten noch mehr Spektakel und Preise. Aus der Aszendentenebene, die Schar.
alterslosen Pferdes strömen weitere Feinde in dieses Reich. Der Gegner wartet hinter einer dieser Türen. Welche wirst du wählen? Das war Pech. Hast du etwa vergessen, vorher auf Holz zu klopfen? Zieht ihre Klingen. Die letzte Runde kann beginnen. We'll be right back.
verleiht euch seine Kraft. Ja, Champions, ihr seid die Sieger. Wir hoffen, ihr freut euch über eure üppigen Gewinne. Das übernatürliche Pferd und ich sehen euch auch bei den nächsten Mutproben der Ewigkeit. Gute Nacht. Das unbegreifliche Pferd stellt die Frage des Tages. Wer überlebt die heutigen Mutproben der Ewigkeit? Sind eure Gastgeber. Weit gereist, um heute Abend hier zu sein, begrüßen wir die Gefallenen.